Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ist jetzt ein bisschen über eine Woche her, seitdem wir das mit der 20 Aquarium beim Thomas eingerichtet haben. Und ja, wir schauen jetzt mal nach, wie sich das Ganze entwickelt hat. Besser noch ein bisschen was nach. Und ja, viel Spaß beim Video. Hey Leute, so jetzt mal da und gehen wir rein. Na du Klingel. Schönen guten Morgen. Guten Morgen Sascha. So, dann erstmal Gizmo hier begrüßen. So, ab geht die Post. So, man riecht das Becken schon. Ja, so ein bisschen. Ist aber schon besser geworden. Wir haben gestern schon Wasserwechsel gemacht. Schläft allerdings noch. Okay. So. Sieht schon besser aus. War zu erwarten, dass es halt ein bisschen nachtrübt noch, auch wenn die Wurzeln schon gewässert waren. Ja. Gestern war es vom Geruch her miserabel. Okay. Ja, wie gesagt, die Dragonskin-Wurzeln, die brauchen halt immer ein bisschen noch, um auszubluten. Die haben jetzt schon 2 Wochen lang im Wasser gelegen, aber ja, da muss noch ein bisschen. Da bindet sich ganz massiv. Bakterienrasen, ja. Aber? Würde ich sagen, Wasserwechsel nochmal, oder? Ja, zwangsweise Wasserwechsel. Ja, nochmal 100%. Und ja, dann schauen wir weiter, dass wir es noch ein bisschen bearbeiten, weil da fehlt ja noch ein bisschen was. Genau, also los geht's. So, jetzt mal kurz ein Detail. Wasser ist noch ein bisschen trüb, Bakterienrasen ist am Start und das müssen wir jetzt erstmal beseitigen. So, also wie gesagt, wir machen jetzt mal einen 100% Wasserwechsel hier nochmal, dass das Wasser ein bisschen klar wird. Und dann während des Wasserwechsels arbeiten wir nochmal ein bisschen nach, machen noch ein paar Wurzeln dran, ein paar Pflanzen dran und ja, dann schauen wir mal, wie es danach aussieht. Was wir jetzt zuerst machen, beziehungsweise was Thomas gerade jetzt zuerst macht, ist mit einem Pinsel den Bakterienrasen erstmal runter machen von den Wurzeln. Ja, können wir dann beim Wasserwechsel den ganzen Schmodder gleich mit absaugen. Genau, das am besten immer vor dem Wasserwechsel machen, auch die Scheiben immer vor dem Wasserwechsel sauber machen, dass der ganze Schmodder schon im Becken rumschwimmt, dass man den nachher einfach nur noch absaugen muss. Ach, und dann war noch eine Frage von einem Zuschauer beim Reupload vom Livestream, was denn das Becken kostet. Kannst du das gerade mal so spontan aus der Hüfte sagen? Spontan aus der Hüfte würde ich sagen, irgendwas um die 850 Euro. Also komplett mit Unterschrank, Beleuchtung? Nein, die Beleuchtung ist nicht dabei, weil die ist ja eine Geschmackssache, ob ich jetzt mit 2 oder 3 Leuchtkörpern arbeite. Die Beleuchtung liegt bei ungefähr 180 Euro pro. Okay, wir können das ja mal. Wir können es mal aufstellen. Genau, wir stellen es mal unten in die Beschreibung rein, was es kostet. Wir können ja mal eine Aufstellung machen, was es ungefähr, kurz über den Daumen gepeilt, kostet mit Bepflanzung, mit Wurzeln und allem, dass ihr mal so einen groben Überblick habt. Aber es riecht schon streng. Ja, die Wurzeln sind echt Mockerwurzeln. Ah, dafür sehen sie schön aus. Wie sagt man immer, wer schön sein will, muss leiden, oder? Mit dem Pinsel geht das halt alles super gut ab. Kennt jetzt ein bisschen wenig, was spiegelt. Macht jede Schnecke auch, aber das Wasser sitzt freiwillig noch keine Schnecke. Ne, selbst die haben da keinen Bock drauf. Da sieht man jetzt, der ganze Bakterienrasen schwimmt jetzt wie in so einer Schneekugel hier im Becken rum. Gut, dann jetzt Wasserwechsel. Kleinen Schlauch hast du da? Ja, so einen ganz kleinen 32er. Wir wollen ja keinen Boden absaugen, sondern wir wollen ja nur Wasserwechsel machen. Genau, aber hier unten auf dem Boden sieht man halt auch, dass von der Wurzel sich auch noch so ein bisschen Sediment löst. Oder nennt man das Sediment? Ich weiß gar nicht. Kruste, Ablagerung, keine Ahnung. Hier die Puste. Halt mal fest. Und ab geht's. So, also wir saugen jetzt einmal komplett das ganze Wasser raus, machen einen 100%igen Wasserwechsel. Oh, vielleicht sollten wir noch die Strömungspumpe vorher ausschalten. So. Ich mache in der Zeit, wo das Wasser rausgeht, hier noch ein bisschen die Scheibe. So. Mit dem dicken Schlauch geht das natürlich alles ein bisschen schneller. Hm? Da hängt einiges, das sieht man. So, jetzt haben wir einmal das Wasser komplett draußen. Jetzt sieht man, dass ja, die Bakterienblüte ist, dass die Pflanzen so ein bisschen gelitten haben hier hinten im hinteren Bereich. Ich glaube, da werden wir jetzt noch ein paar nachsetzen, oder? Und noch ein paar Wurzeln vielleicht ergänzen. Hast du die Wurzeln noch, die übrig waren? Okay, ich würde sagen, damit fangen wir jetzt erstmal an. Weil wie gesagt, beim Workshop haben wir jetzt nicht 100% das Becken eingerichtet, sondern haben es so ein bisschen aufgehoben jetzt hier für heute, eine Woche später. Und ja, wie gesagt, wir ergänzen jetzt noch ein paar Wurzeln, noch ein paar Pflanzen. Machen das Ding wieder schön sauber, lassen wieder Wasser rein und schauen, wie es sich entwickelt. So, also ich setze jetzt noch ein paar Pflanzen ein. Einmal Crophilia deformis, eine schnell wachsende Pflanze für den hinteren Bereich. Dann hier noch eine Rotala hara,
Hygrophilia tripatita, Rotala rotundifolia und noch eine Echinodorus flame, die schwarze, auch ganz schön. Die Pflanzen setzen wir jetzt erstmal noch hier in den hinteren Bereich rein, also da in dem Bereich. Ja, und danach machen wir noch ein paar Wurzeln dran und dann lassen wir auch wieder Wasser rein. Also, starten wir mal. So, jetzt machen wir jetzt erstmal die Pflanzen aus der Steinwolle raus. Kennt ihr ja schon. So, und jetzt setzen wir sie rein. Also erstmal die Deformis, das ist eine schnell wachsende Stängelpflanze, die auch schön Nährstoffe rauszieht. Das werden wir jetzt noch hier im hinteren Bereich. Weil wir wollen ja auch, dass es schön schnell zu wird. Die Flame hatten wir beim Workshop vergessen. Die sollte ja in die Mitte, so was, ziemlich. Hast du auch ziemlich Glück gehabt, dass sie noch nicht weg sind. Ja, sind fast alle weg, ne? Eine ist ja noch da. Eine ist noch da. Hier hin. Ist ja auch ziemlich selten. Die Flame, ja, glaubt, ne? Ja, die ist nicht auf dem Handel. So, jetzt rotiert die Folie hier durch die, in die Ecken. Das viel Pflanzenmasse hilft halt auch viel gegen Algen. Algen haben wir in dem Fall keine, wir haben nur ein bisschen Bakterienrasen. Also das war zu erwarten bei den Wurzeln. Deswegen immer beachten bei den Wurzeln, gut wässern und viele Wasserwechsel am Anfang. Fluch und Segen, die Wurzeln. Zumindest am Anfang. Ja. So, die Tripatita, die machen wir auch noch hier so in dem Bereich, dass die hier darüber wächst. Gut. Pflanzen haben wir jetzt erstmal. Sollen wir noch ein paar Wurzeln rein? Die sind noch kleine, wenn du brauchst, sind aber auch noch größere da. Da haben wir noch so ein paar Reste. Die hier würde ich gerne noch hier vorne drüber legen. Die kommt noch hier vorne drüber, dass es noch so einen leichten natürlichen Flow gibt. Dann machen wir noch ein bisschen was Kleines im Hintergrund, vielleicht noch festkleben. Ja, die wirst du zwangsweise fixieren müssen. Ja, die müssen festgeklebt werden auf jeden Fall. So. Aber die Feinheiten jetzt auch noch gemacht. Man sieht durch drei Wurzeln zusätzlich eigentlich sieht das Ganze nochmal viel voller aus, oder? Macht gleich etwas gefälliger. So, die müssen wir jetzt noch festkleben. So brauchen wir Kleber, Thomas. Okay. So, dann kleben wir das Ganze nochmal. Jetzt kommt der Holzpulver. Kennt ihr ja schon alle Prozedur. Heiß. Ja. Reaktionsfarben. Der muss gut fixiert werden. Der ist ein bisschen größer. Und glaube ich noch nicht so gut gewässert. Ja, der hat jetzt wieder eine Woche getrocknet. Jetzt ist ja Pfanne auf der Ecke auch nochmal fixieren. Dann hast du eigentlich roh. Die Holzmeister musste ich auch keine Gedanken darüber machen. Die waren abgebaut. Ja. Jetzt rauf da. Das fest. Jetzt weiter hinten. Ach, ist ganz schön in den Augen. Geht wieder weg. Wäre schön sein, wir müssen leiden. Genau. Gut, Wurzeln sind drin, Pflanzen sind drin. Becken mit so viel Holz, das braucht halt Zeit in Einlaufphase, das ist ganz klar. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal wieder Wasser rein. Mal gucken, wie es aussieht, oder? Genau. Thomas? Ja? Theoretisch könnten wir jetzt nochmal ein bisschen spülen. Hast du den Absaugschlauch noch da? Dann können wir nämlich den Schmodder jetzt gleich auf der einen Seite Wasser rein, auf der anderen Seite Wasser raus. Ja, dann haben wir den ganzen durchlaufen. So, was wir jetzt machen können, ist auf der einen Seite Wasser reinlaufen lassen, auf der anderen Seite das Wasser absaugen. Somit können wir den ganzen Dreck, der hier noch rumschwimmt, auch noch aus dem Becken entfernen. So, wie gesagt, hier lassen wir jetzt Wasser reinlaufen und hier neben saugen wir es gleich ab. Und somit können wir den ganzen Schmodder, der hier drin rumschwimmt, nochmal entfernen. So, und ich schnappe jetzt nochmal den Pinsel und beseitige hier mal die Wassereinlassspuren. Man hätte ja auch vorher was reinlegen können. Hätte, Fahrradkette. Genau. Aber so geht's natürlich. Nachdem der Boden unbepflanzt ist das noch lösbar. Ja. Spezialwerkzeug bekommt man übrigens bestimmt auch hier bei dir, ne? Das bekommst du bei mir, das kriegst du aber auch in jedem Baumarkt. Wir verwenden es generell für alles, für Meerwasser zum Saubermachen, für alles Mögliche. Also Multifunktional, ein echtes Spezialwerkzeug. Nein, Quatsch, normaler Malerpinsel. So, also, Becken ist wieder klar, würde ich sagen. Ja. Mehr als vorher jedenfalls. Was jetzt auf jeden Fall noch fehlt, ist ein Filter, ein anständiger. Den werden wir jetzt im Nachgang anbauen. Aber du hast ja jetzt die ganze Zeit nur... Ich habe jetzt nur mit dem Skimmer gearbeitet. Ja, richtig, zumal der Filter bei der Bakterienbelastung innerhalb von einem Tag zu ist. Ja. Also die Erfahrung haben wir schon öfter gemacht, dass die beim Einlaufen direkt sofort zu sind. Genau, deswegen kommt jetzt erstmal ein Außenfilter dran. Genau. Okay.
So, also wie gesagt, die ganze Zeit war jetzt ein Skimmer und eine Strömungspumpe dran und wir machen jetzt das von Außenfilter dran. Was nehmen wir dafür an? Ja, ich würde sagen, wir nehmen ein JPL oder Eheim oder Amtra, wir haben die Auswahl. Na, no, schauen wir mal, gehen wir ins Regal, oder? Jetzt einfach. Wenn es wäre, würde ich jetzt sagen, wir nehmen einen Kristall Profi von der Größe her. Schön JBL-Filter. Genau. Ich würde sagen, wir haben eine Beckengröße bis 300 Liter ungefähr. Wir sind ein bisschen drüber, aber es gibt ja ein Pflanzenbecken. Wir wollen das Becken ja nicht überfiltern. Wir brauchen auch die Strömung oder ähnlich. Wir brauchen eigentlich nur einen Filter. Würde ich jetzt vorschlagen, wir nehmen einfach den 902. Genau. Der ist von der Größe her für ein Pflanzenbecken ausreichend. Für ein Fischbecken würde ich jetzt eine Nummer größer nehmen, 1500er. Der macht aber schon relativ viel Strömung. Die wollen wir eigentlich nicht. Alles klar. Nehmen wir jetzt einfach mal den da. Und dann bauen wir den mal dran. Genau. So, zu dem Filter nochmal. Was? Hier haben wir ein bisschen Bio-Filtermaterial drin. Biomaterial unten drin. Die oberen Schichten sind Schaumstoff. Auch biologisch halt von der Oberfläche geringer, Vorfilter und Nachfilter für beides. Exakt. Dann einfach den. Halt, Bakterien haben wir noch vergessen. Ah, wir hätten ihn animpfen können, ja genau. So sieht das Becken jetzt aus. So, was haben wir da? Das ist jetzt das Protein X von Amtra. Das ist speziell als Starter gedacht. Okay. Das machen wir jetzt einfach in den Filter mit rein. Ist eine Ampulle. Und? Ja, ich nehme jetzt einfach mal zum Starten mal drei Stück und mache die auf das Filter. Da sind Bakterien drin. Genau, da sind Bakterien drin, die sind immobilisiert. Die kommen also in dem Moment, wo sie wieder ins Wasser kommen, werden die wieder aktiv. Das machen wir jetzt ganz einfach über das untere Filtermaterial. Über den Biofilter. Das läuft jetzt nicht drüber. Also, und dann träufeln wir das gerade über das Filtermaterial. Wir könnten normalerweise jetzt auch zum Beispiel gerade als Start zum Klarwerden das Prokult verwenden von Amtra. Mhm. Das kommt aber erst wieder frisch nächste Woche. Ist wieder nachträglich ins Wasser nochmal reingemacht? Genau, das kommt dann einfach ins Wasser rein. Da sind Zeolith-Mineralien drin, also Zeolith-Mehl ist damit drin verarbeitet. Das heißt, beseitigt noch mal eine Trübung und gibt der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Power. So, das haben wir jetzt drüber. Dann kommen wir jetzt die Einsätze wieder rein. Wir hätten das theoretisch auch ins Wasser geben können, weil zwangsweise es läuft auch wieder über durch den Filter. Also von daher gesehen, nachdem man weiß, dass diese Bakterienfilme ziemlich klebrig sind, siedeln sich sofort irgendwo an. Wir haben ja schon, sagen wir mal, eine Bakterientätigkeit auch im Becken, genau, die nicht gerade gering ist. Von daher gesehen tun wir uns da eigentlich nur zusätzlich, da gehen wir eigentlich nur auf Nummer sicher. So, den nehmen wir jetzt mal hier rüber, weil da steht schon die Elektrik drin. Wir gehen jetzt hier einfach mal ins freie Fach. Ist nicht zu viel drin. Und bauen uns den da mal an. Einmal Einlauf, einmal Auslauf, dann braucht man noch die Saugseite. Das ist falsch, da ist schon drin. Ich verlängere jetzt den Einlauf noch ein bisschen, dass wir ein bisschen tiefer im Wasser hängen, dass der Sauger nicht abrutscht. Und dann kommen wir hier oben drauf. So, dann stellen wir den noch ein bisschen so, das Becken ein bisschen in Kreisbewegung bringt. Aber dass die Strömung sozusagen einmal hier so rumgeht und dann hier wieder eingesaugt wird. Dann machen wir nochmal den Griff ins Wasser. Und ein bisschen halbwegs. Dass die Partikel auf dem Boden auch noch eingesaugt werden, ja. So, wichtig, wenn ich jetzt sowas installiere, ganz, ganz wichtig, immer darauf achten, dass es auch dicht ist. Also immer kontrollieren. Es nützt nichts, wenn du einen Filter in den Schrank stellst und nach 2 Stunden feststellst, dass der Schrank kaputt ist. Ja. Also man sollte einfach kontrollieren, ob die Dichtungen sitzen, ob die Schläuche sitzen. Und dann kann das Ding eigentlich ans Netz. Relativ problemlos. Er wird am Anfang erstmal ein bisschen Luft bringen, das ist klar.
weil noch ein bisschen was zwischen den Filterschirmen hängt. Ist auch am Anfang, jetzt da die Luft noch drin ist, nicht so ganz geräuscharm. Aber das geht jetzt innerhalb von ein paar Minuten, geht das weg. Und dann haben wir das Laufen. Ja, schon. Schon ist der Krach weg. Jetzt ist er leise, Filter läuft. Man sieht auch hier schön jetzt, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, die Strömung, dass die hier so schön rumgeht. Eigentlich kreisförmig, so soll es halt darüber sein, dass einmal das Becken komplett durchgespült wird. Die Strömungsgeschwindigkeit wird hier hinten in der Ecke, wo die Ansaugung ist, am langsamsten. Dadurch sammelt sich praktisch der Dreck hier hinten und wird direkt da aufgesaugt. Ja. Das wäre kontraproduktiv, jetzt das Ansaugrohr auf die schnellste Stelle zu stellen. Da kommt der Dreck nur vorbei, aber der wird nicht eingesammelt. Also immer unter dem Einlauf ist eigentlich ganz gut. Oder wenn man halt hinten alles zugebaut hat, kann man es auf die andere Seite setzen, ja, dass man halt so eine halbrunde Strömung hat. Wichtig ist nur, dass man das im Endeffekt, man sieht es aber auch, wenn du jetzt guckst, das zieht jetzt im Endeffekt den ganzen Dreck nach hinten. Der läuft jetzt direkt Richtung Ansaugung. Ja. Also es funktioniert schon seit einer Minute im Endeffekt, dass der anfängt, den Dreck einzusammeln. Das heißt, wir werden spätestens heute Abend glasklares Wasser haben. Das seht ihr jetzt nicht mehr in dem Video, sondern beim Thomas auf der Instagram-Seite. Deswegen unbedingt Thomas abonnieren. Link ist unten in der Beschreibung. Ja, und ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es gibt jetzt noch mehrere Updates wöchentlich, würde ich sagen. Und ja, wenn ihr Bock habt, kommt mal Thomas vorbei. Adresse, wie gesagt, steht auch unten in der Beschreibung. Wir machen jetzt mal Feierabend und Feiertag. Genau, Feierabend, Feiertag. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Und tschüss. Tschüss.